So, wir öffnen Scratch und wollen ein Spiel programmieren. Deswegen machen wir hier eine Tutoriensuche und suchen uns hier das Fangspiel aus. In dem Fangspiel schauen wir uns die erste Seite an. Da sollen wir hier einen Hintergrund wählen. Und wir suchen also auch hier den Hintergrund unter Wasser. So, da ist er schon. Unter Wasser haben wir und gehen deswegen auf die nächste Seite. Was brauchen wir jetzt? Einen Charakter. Und diesen Charakter Oktopus suchen wir also, wenn wir hier auf das Mausegesicht gehen, suchen wir den Oktopus. Wo ist er? Hier ist er schon. Jetzt haben wir hier zwei Charaktere, deswegen löschen wir einmal die Katze heraus. So, wie geht's weiter? Der Oktopus braucht einige Befehle. Voreingestellt ist Bewegung. Wir sehen aber, wir brauchen hier was Gelbes. When right arrow key pressed. Hier sind aber auf Gelb alles auf Deutsch. Wenn ich mich da jetzt nicht gleich auskenne, stelle ich kurz hier auf Englisch und jetzt kann ich genau hier das übertragen, was ich hier sehe. Aber lernen wir ein bisschen Englisch und gehen deswegen auf Deutsch in Ereignisse und sehen, when right arrow key pressed, wenn Taste, Leertaste steht hier, aber hier ist Pfeil nach rechts zum Aussuchen und ziehen das ins Menü. Und jetzt brauchen wir noch, dass etwas passiert und da müssen wir hier in Blau in Bewegung gehen und nehmen uns die Bewegung, die hier steht, change x by. Da kann ich 10 Schritte gehen, Achtung, genau wären es aber, ändere x um 10. Aber fangen wir mal klein an, probieren wir das aus, es geht auch. So, probieren wir mit der Pfeiltaste und er rennt schon nach rechts. Probieren wir gleich das nächste, wir machen Copy, das funktioniert auch und Paste und haben denselben Befehl noch einmal und können hier die Taste nach links nehmen und dann müssen wir hier aber ein Minus hersetzen, weil er jetzt in die andere Richtung geht. So, bestätigen wir das und jetzt geht er auch schon in die andere Richtung. Und so geht das weiter. Vielleicht könnt ihr selber weitermachen. Für die, die es noch gerne mit Vorlage hätten, schauen das nächste Video an.